Liebe Freunde, liebe kroatischen Freunde, dragi hrvatski prijatelji, prije nekoliko dana, to jest na Uskrs, u vašoj crkvi Sveti Pavle, bila je misa na hrvatskom jeziku. Jedan napad od trojice islamista muslimske vjere htjeli su prekiniti misu i napraviti strah u narodu, vaše žene i djece. Napadnici su vikali Allahu Akbar. Liebe kroatischen Freunde, es ist nur wenige Tage her, dass in dieser Kirche, in der Kirche St. Paul, ein islamistischer Angreifer eure Messe stören wollte. Er wollte euch Angst anjagen, euren Frauen und euren Kindern. Er ist hier reingestürmt unter dem Geschrei Allahu Akbar. Sviđa mi se, jako sto su vaši muskarci stali njima na putu i zastavili napada. Ich bin stolz darauf, dass eure Männer diese Eindringlinge gestoppt haben. Vi ste pokazali da čuvate svoju vjeru i crkvu u Europu i da kršćanstvo sazna braniti protiv militante islama. Ihr habt gezeigt, dass ihr eure Kirche ehrt, dass ihr für eure Nation einsteht und dass ihr euch gegen den militanten Islam wehren könnt. Danke euch dafür. Ich wollte die Handlungen der führenden Repräsentanten der Kirche in den letzten Wochen, Monaten und Jahren verstehen. Ich hatte viele Fragen. Warum schweigt die Kirche, wenn Christen massenhaft abgeschlachtet werden? Warum schweigt Vatikan, wenn unsere Kirchen geschändet und angezündet werden? So wie in Frankreich massenweise. Was tut die Kirche dagegen, dass Christen auf der ganzen Welt verfolgt werden? Und warum nimmt die Kirche es hin, dass in weiten Teilen der Welt das Christentum vom Islam verdrängt wird? Ich hatte viele Fragen, doch ich habe keine plausiblen Antworten bekommen. Und ich kann es nicht verstehen, wenn führende Kirchenvertreter auf den Tempelberg gehen und das Symbol der Christenheit, das Kreuz, abnehmen. Das ist das falsche Symbol, das ist der falsche Weg. Man muss das Kreuz hochhalten und es nicht abhängen. Wie will man von den Christen, von den bedrängten Christen erwarten, dass sie für ihre Religion einstehen, wenn selbst die hohen Würdenträger das Kreuz abhängen? Und so kommt das auch. Wir brauchen nur in die Türkei zu schauen. Zu Zeiten Atatürks haben Christen 20% der Bevölkerung ausgemacht. Heute sind es weniger als 1%. Und der türkische Präsident spricht offen von seinem Anspruch, Europa und auch euch zu islamisieren. Als sichtbares Symbol dafür erwägt er auch, Hagia Sophia wieder zu einer Moschee umzuwandeln. Prije nekoliko dana bio sam u glavnom gradu Srbije, u Beogradu. Velika tema je Kosovo. Prije je Kosovo bila srpska pokrajina, a danas država sa većinom albanskog naroda muslimske vere. Neulich war ich im Hauptstadt Serbiens, in Belgrad. Und in Belgrad, in Serbien, ist ein ganz großes Thema Kosovo. Kosovo war früher
das Herzstück des serbischen Königreichs. Heute ist es eine abgetrennte Provinz, die mehrheitlich von muslimischen Albanern bewohnt wird. Und ähnlich geht es auch den Kroaten. Tako je danas Hrvatima u Bosnu. Bosna je bila nekad u zastav Hrvatske, dok danas nije. Dok danas u Bosni imaju muslimani većinski vlast i gradovi koji nosi muslimska imena. Naprimjer Sarajevo, Saraj je Sultan Palast. Ähnlich geht es auch den Kroaten. Bosnien hat früher zum kroatischen Königreich gehört. Heute wird es mehrheitlich von Muslimen bewohnt und die Städte tragen muslimische Namen. Sarajevo bedeutet der Palast des Sultans. Und liebe Freunde, ich habe doch Antworten von der Kirche bekommen. Die Kirche sagt, wir sollen im Dialog bleiben, wir sollen tolerant sein. Ja, wir sind tolerant. Wir stehen für den Dialog. Doch wer das nicht ist, sind unsere Gegner. Das sind die Intoleranten, das sind die, die jeden Dialog verschmähen. Wir stehen für unsere Heimat ein. Wir stehen für das Christentum. Und wir werden hier stehen, egal wie viele Schreihälse auf der anderen Straßenseite ihre Hassparolen uns entgegenschmettern werden. Wir bleiben da. Dankeschön. Unser Bundestagsabgeordneter Peter Biston. Danke, ich war noch lebo. Vidimo se.